Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Age of Empires 2 in der HD-Edition mit mir, dem Daniel. Und ich bin nicht alleine. Nein, ich bin auch noch dabei, der Seijin Tsubasa. Der Tsubasa, wunderbar. Ja, ich möchte gar nicht viel quatschen. Unsere Einstellung sieht man hier: Mittelmeer, große Map. Wir spielen gegen drei mittelschwere oder mittelleichte KIs. Genau. Du bist bereit? Jawohl, ich auch. Und dann starte ich einfach mal. Alter. Toll, 10 Sekunden noch, um was zu ändern. Ja, wenn du noch Wünsche hast. Ich kann sowieso nichts mehr verstellen. Ui. Okay. Oh, das geht aber schnell Das geht los. schnell los. Okay. Ich muss mich jetzt ganz kurz orientieren. Wo bin ich denn hier auf der Map? Ah, ich bin da rechts am Rand und du bist rechts oben am Rand. Okay. Ja, du bist unten, ich oben. Wunderbar. Wird schon irgendwie schief gehen. Oh, ich habe direkt Schafe gefunden. Das ist wichtig. Ah, ich auch. 4 Stück. Ich glaube, die effizienteste Art, um Nahrung zu gewinnen. Danach kommen diese. Nee, danach muss man, glaube ich, jagen gehen. Wildschweine und Rehe. Das nächsteffizienteste sind, glaube ich, diese Bären und dann die Felder. Die Wildschweine jage ich nie. Ich habe das irgendwie mal noch versucht. Ich spiele das ja hin und wieder mal und die rennen mir immer weg und dann sind die so weit weg, da will ich nicht irgendwie eine Mühle bauen oder so. Und dann lohnt Ja, sich das für mich also die nicht. rennen nicht nur weg, die sind auch ziemlich stark, wenn man die nicht, sozusagen, wenn man es nicht schafft, die rechtzeitig zu töten. Du hast schon viel Age of Empires Erfahrung? Eher nein. Also ich Oh, habe eher nein, das okay. früher mal gespielt auf der PlayStation 2. Aber da recht wenig und immer nur im Einzelspielermodus, also was so online angeht, gar nicht. Und von daher, ich baue da ganz auf deine Erfahrung. Du wirst mich hier heute aus dem Dreck ziehen, wenn mich die Gegner angreifen. Aus dem Dreck ziehen. Oje, ich sehe gerade, dass meine Startposition nicht so gut ist. Wieso? Ja. Meinst du, da kommt noch einer von rechts? Nee, nee, weil ich ein ziemlich breites Land habe von sozusagen von der Map-Grenze bis zur See, was ich da verteidigen müsste. Das könnte für meinen Geschmack auch ein bisschen schmaler sein, aber gut. Auf der PlayStation 2 hast du das gezockt. Ich erinnere mich, dass es diese Version gab, aber die habe ich selbst nie gespielt. Ich habe Geht sie auch da. nie besessen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir die irgendwann mal von einem Kollegen Ah, ausgeliehen. Der hatte vergessen, dass ich das irgendwann mal ausgeliehen hatte. Und dann war das so ein halbes Jahr lang in meinem Besitz. Und hin und wieder wurde das dann mal gespielt. ja, Gewohnheitsrecht. Ja, genau. Und irgendwann wollte er es dann zurückhaben, ist dann auch noch umgezogen. Und dann kam ich nie wieder daran. Und deswegen habe ich das schon ewig nicht mehr gespielt. Okay, ja. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie man das mit so einem Controller spielt, irgendwie. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Also am Computer ist das deutlich einfacher, aber es geht Ja. durchaus. Also man kriegt das hin. Ja. Oh, ich habe noch Schafe gefunden. Insgesamt 6 bin ich jetzt. Mir fehlen noch zwei. Oh, die hatten sich irgendwo versteckt. Zu Recht. Wieso, ich tue dir noch nichts? Nein, ich meine ich auch nicht. Also bis jetzt stehen die noch hier so rum. Also Ja, zumindest die Hälfte. genau, die Hälfte. Ja, ich meine, was soll man machen in Age of Empires, ne? Die Zeiten sind hart, man will überleben. Da ist kein Ach. Platz für so einen veganen Lifestyle oder so. Oh, doch, ich pflück erstmal nur Beeren. Oh, Herz allerliebst. Ja, man Dir muss ist ja klar, nicht dass du später so. noch Menschen töten musst, ne? Ja, aber die weide ich ja nicht aus. Also würde ich Achso. gern, aber das lässt das Spiel nicht zu. Oh, geht. Welche Nation spielst du jetzt eigentlich? Da kann man. Nee, Volk sagt man, glaube ich, besser, ne? Volk, Nation, Perser war ich, glaube ich, oder? Ich guck mal eben. Ja, ich bin immer noch Perser. Ah. Hat sich nicht geändert. Oh, noch mehr Schafe. Ich bin neidisch auf deine Schafe. Ich komme mit meinem Reiter und versuche dir welche wegzusnacken. Ja, nett. Bis dahin habe ich die schon längst ausgeschlachtet. Werden wir sehen. Ich weiß, ich hatte auch irgendwann mal mit jemandem gespielt, der hat die Schafe immer benutzt und ist damit auf Erkundungstouren und alles gegangen. Ja, Der hat die nie Bumskopf. ausgeschlachtet. Ja, kann man natürlich machen, aber ich halte das, weiß ich nicht. Ich finde das ziemlich idiotisch.
Weil zum einen können die ja nichts und gehen sofort in den Besitz des Feindes über, wenn die einer feindlichen Einheit zu nahe kommen. Und zum anderen haben die ja nur einen sehr, sehr geringen Sichtradius. Ja, das stimmt. Da pflückt er seine Bären. Kann ich die eigentlich angreifen? Wollte ich schon mal tot machen, oder wie? Nein, nicht trollen hier. So. Ah, Mist, ich muss Bauern produzieren. Mein Start ist ein bisschen schwerfällig gerade. Oh je, oh je. Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine Menge an Gold gefunden, eine Menge an Steine. Oh ja, ich Holz. Holz ist hier sowieso so verteilt. Wobei ich das überhaupt nicht mag, wenn da so viel Holz in meinem Lager ist. Du meinst Bäume. Ja, die werden ja zu Holz. Oh, was? Feudalzeit schon? Naja, die sind ziemlich schnell, aber das heißt nicht, dass sie bald angreifen. Ja, hoffentlich. So. Naja, die müssten da gleich alle in der Feudalzeit sein. Aber nichts, was uns beeindruckt. So, jetzt sammelt man fleißig Nahrung hier. Ich habe eine ganze Menge Leute am Holz hacken, weil ich das noch brauche für die Schiffe. Holz habe ich noch gar nicht gemacht. Sollte ich mal anfangen? Auf jeden Fall. Ich habe keine Lust, hier abzunuben. Also ich habe schon drei Spiele aufgenommen mit Lukas zusammen und zwei davon haben wir verloren. War nicht so ideal. Sind sie alle auf einmal gekommen, oder wie? Oh, einer späht mich schon aus, der Japaner. Der böse Japaner? Ich greife den mal direkt an. Oh ja. Weil ich habe das so oft, dass ich denke, ach, der späht nur und plötzlich kommt er an und greift mir hier meine Arbeiter an. Und dann stehe ich plötzlich da und ja, das ist schlecht. Ah, nicht genug Nahrung. Wie viel brauche ich? 500. Okay, gut. Die farmt ihr erstmal. So, wo ist denn mein Speer? Da. Ah, da sind noch zwei Schafe. Herrlich. Sofort zum Dorfzentrum. Zwei Reliquien habe ich hier schon erspäht. Oh, das ist unfair. Die Bäume versperren mir die Sicht auf entweder Stein oder Gold und ich kann doch nicht mal erkennen, was das ist. Unverschämtheit. Sofort fällen. Würde ich ja gehen. So, jetzt kommt. Gebt Gas, Leute. Noch 30 Nahrung. Ich habe ja schon sinnlos auf dem Feudalzeit-Button rum. Jawohl. Countdown läuft. Och nö, jetzt ist noch so einer. Moment, wo ist mein... Gibt's doch gar nicht. Was ist los? Dein Scout ist weg? Nein, ich hatte meinen Speer auf diesen Japaner geschickt und der rennt ihn jetzt die ganze Zeit hinterher in sein eigenes Dorf rein. Oh nein. Ah gut, dann wissen wir, wo es ist. Komm erstmal wieder zurück. So, es ist auch gar nicht so klug, ganz so schnell in die Feudalzeit zu gehen. Einfach mal, weil man seine Economy aufbauen muss mit den Dorfbewohnern. Und je besser die brummt, desto besser für einen weiteren Spielverlauf. Okay, ja, was ich auf deinem Kanal gesehen habe, was mich sehr begeistert hat, das war, wie heißt es, You Don't Know Jack. Ja, ein altes Spiel. Absolut ein schönes alt. Spiel. Ja, also, ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist. Irgendwie 98 oder so? Naja, irgendwie oder Mitte der 90er. Ich glaube, es gab erst eine... Also, ich weiß, es gibt ja von der amerikanischen Firma oder so, die das publizieren. Die sind ja da viel weiter. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile irgendwie fast 20 Versionen oder so. Zu Recht. Und hier in Deutschland ist es ja ein bisschen weniger. Was? Von wem werde ich denn jetzt angegriffen? Ach nein. Was? Hast du schon Soldaten? Nee, ein blöder Wolf greift mich hier die ganze Zeit an. Boah, ich dachte schon. Ja, die wilden Tiere. Nein, also das kam ja damals raus und ich glaube, der erste Teil, der damals übersetzt wurde, das war der
englische Teil, ich glaube Nummer 6 oder so erst. Und der Okay. hat ja hier so eingeschlagen, dass darauf, kurz darauf schon der zweite Teil irgendwie dann kam. Und ja, ich finde das Spiel einfach genial. Oh Also ja. mir den, ich sag mal, der Humor, der da teilweise aufkommt, gefällt mir. Die Fragen sind manchmal richtig kurios, aber gerade wenn man da so zu dritt dran hängt, also zu zweit macht es auch Spaß, aber am liebsten ist mir immer noch zu dritt, wenn man dann davor hängt, dann Ja, das alleine zu spielen macht irgendwie, weiß ich nicht, nicht so viel ja, Sinn. nee, also ich habe es teilweise auch alleine gespielt, aber dann eher so darum, um mich dann schon mal die Fragen bekannter zu machen, weil manchmal werden die ja Ja. wiederholt, aber in den späteren Editionen dann fast unmöglich, weil die so häufig da wechseln die Fragen. Oh, jetzt greift mir hier schon Maya an. Das gibt's doch gar nicht. Der will an meine Leute ran. Kannst du dich verteidigen? Ein Adlerkrieger ist das oder so. Ich hab meinen Speer da jetzt hingesetzt. Okay. Ja, You Don't Know Jack, ich habe es früher auch, ich will nicht sagen gespielt, ich war dafür noch ein bisschen zu jung, aber ich fand es damals lustig sozusagen. Ja. Hast zugeguckt. Ja, oder halt so blöd drumherum geraten dann, ne? Wo hast denn das her eigentlich? Also ich habe auch selbst mal gegoogelt, aber ich habe es nirgendwo vernünftig Also ich gefunden. weiß, wir hatten das mal, ich weiß, ein früherer Nachbar hatte damals die Edition 1, 2 und ich weiß gar nicht, 3 vielleicht auch noch oder so, aber den kenne ich schon lange nicht mehr, also das war ein Nachbar meiner Kindheit und ich habe dann sozusagen mit Kollegen und so versucht, das irgendwie zu finden, im Internet irgendwie unmöglich, ich weiß, es gibt da irgendwie für über Facebook oder Android oder was weiß ich nicht, irgend so eine mobile Version, aber die ist komplett auf Englisch Ja, genau, das ist mir und auch aufgefallen dann, ja. erstens ist das Problem, man muss die Fragen erstmal übersetzen, dann sind das auch noch irgendwie Fragen, die haben mit der Kultur von England oder was weiß ich zu tun oder irgendwelche Nachrichten, die hier gar nicht in Deutschland ankommen und dann geht der ganze Gag da verloren. Und deswegen habe ich sozusagen, ja, wir haben 4 verschiedene Keller ausgeräumt, bis wir dann CDs gefunden haben und haben jetzt sozusagen Version 1, 2 und 3 zusammen. Den vierten Teil sind wir noch am Suchen. Wow. Ja, die CDs waren mehr zerkratzt oder so. Ich weiß, You Don't Know Jack haben wir 3 CDs. Ich musste auch alle 3 reinlegen zur Installation, weil in bestimmten Bereichen der Installation hat er dann nicht mehr weitergelesen, aber dafür die andere CD dann. Die Kratzer waren so an gerade den richtigen Stellen, Boah. dass das funktioniert hat. Ja, das waren auch Zeiten, man hatte physische Datenträger. Das soll es gegeben haben. Ne? Ach ja. So, wie läuft's denn hier? Also, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Dorfbewohner. Was? 100.000? Ja, Ich komme gerade mal auf 100.000. 30. Na gut, ich bin bei 34. Nein, 33, weil ein Späher dabei ist. Wo ist mein Speer? Der ist weg. Ah. Ach, da hinten. Der hat irgendjemand getötet. Gut. Sehr schön. Okay, ich baue mir schon mal die ersten Galeeren, wofür auch immer. Oh, und einen Marktplatz baue ich mal, weil dann kann ich ein bisschen. Oh nein, nicht genug Holz, das ist ein Scherz, oder? Wie, du hast kein Holz? Nee, war ja gut, weil ich gerade Galeeren gebaut habe und die haben viel Holz gefressen. Aber jetzt gibt es hier den Markt, dann kann ich nämlich dieses, ich weiß gar nicht, Kartografie, glaube ich, heißt es, das entwickeln, dass ich auch deine Sicht habe. Ich weiß gar nicht, mit dem Marktplatz kann man ja auch so Karren erschaffen, die dann, ich sag mal, zwischen deinem und meinem Marktplatz hin und her wandern würden. Genau. Lohnt sich das Ja. oder? Ja. Also, das muss man jetzt nicht, also jetzt zu Beginn werde ich es noch nicht machen, weil die relativ teuer sind. Ich glaube mit 100 Nahrung und 100 Holz. Aber so später im Spiel, vor allem dann, wenn die Goldvorkommen knapp werden, lohnt sich das schon. Man kann das Ganze auch auf der See stattfinden lassen, dann parallel, also von Hafen zu Hafen mit so Handelskoggen. Heißen die, Moment, oder? Handelskoggen, genau. Das ginge auch, aber ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heikel, weil dieser Seeweg, naja, ist ziemlich unsicher. Wegen der Feinde. Ah, okay. Ich brauche mehr Nahrung. Nahrung. Nahrung ist sehr wichtig. Absolut. Okay. Vor allen Dingen Steine wären nicht schlecht. Kann ich dir Nahrung schicken? Nee, dafür brauchen wir erstmal einen Marktplatz. Ach so. Ohne Marktplatz lässt sich ja nicht Wolf. schicken. Fick dich, Wolf. Na, sowas sagt man nicht. Oh. Tja, muss jetzt rausschneiden. Ja. Was ist das Ah denn? nein, ich habe so ungünstig gebaut, dass meine Felder gar nicht genug Platz haben. Ja, das macht ja nichts.
Felder ist überhaupt mal eine gute Idee hier. So. Ein paar Galeeren hinterher setzen. Boah, jetzt haben die den wieder weit aus dem Lager hinaus verfolgt, den Speer der Feinde. Das gefällt mir ja gar nicht. So. Aber ich habe das Gefühl, es läuft gerade ganz gut. Bis jetzt wurde ja auch noch keiner angegriffen. Ja. Ach, du da unten. Bau mir doch mal eine Mauer. Was hältst du denn davon? Ich wüsste gar nicht, wo ich eine Mauer ziehen soll. Ich bin hier so offen. Naja, das Problem habe ich auch. Aber ich weiß nicht, ich muss jetzt einfach irgendwo eine Mauer ziehen. Die verläuft nicht ideal, aber nützt nichts. Okay. Ah, produziere doch Dorfbewohner. Nicht aufhören damit. Ach nee, schon wieder ein Wolf. Ist doch scheiße. Ich könnte noch mal Häuser gebrauchen. Nein. Jetzt hat er meinen Dorfbewohner tatsächlich erwischt. Oh. Ach, hast doch 100.000. Ein mehr oder weniger. Ja, von wegen. So. So. Du bist jetzt mit Häuser beschäftigt. Dann geht das auch weiter. Doch, doch, das läuft gerade ganz geschmeidig, habe ich das Gefühl. Was macht ihr denn da? Hack doch da kein Holz, Leute! Und die mit den Schafen. Ich finde das ein bisschen blöde, dass man die Forschung oder Entwicklung immer nur eine Sache machen kann und dann warten muss, bis sie fertig ist und die nächste in Warteschleife packen. Ah ja. Oder du musst halt dann nochmal in einem anderen Gebäude derselben Art. Ja, okay. Und deswegen baue ich jetzt 3-4 Kasernen. Ja. Nur um zu entwickeln. So, das wäre schon mal gut. Oh, das wäre echt eine super Idee, Daniel, diese Mauer da zu ziehen. Unglaublich. Der ist ein feindlicher Bauer. Das geht ja wohl gar nicht. Verpiss dich. So. Imperialzeit? Oh mein Gott. Kommt nach Feudalzeit, oder? Nee, nach der Ritterzeit. Oh, verdammt. Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Bist du schon in der Feudalzeit? Ja, das bin ich. Immerhin. Aber die Ritterzeit ist noch nicht gerade um die Ecke. Nee, bei mir auch nicht. Ich hoffe, ich kann die entwickeln. Ja, oh. Immerhin kann ich sie entwickeln. Nee, mir fehlt noch ein zweites Gebäude, sehe ich gerade. Apropos Gebäude, mir fehlen Häuser. War doch schneller. Was haben die Wikinger eigentlich für Vorteile? Keine Ahnung. Da fragst du jetzt den Falschen. Kriegsschiffe kosten 20% weniger. Aha. Wo kannst du das nachlesen? Es gibt rechts oben, neben der Tröte da und den Häkchen, so einen Entwicklungsbaum. Ja. Und da kannst du draufklicken und dann links am Rand ist... Plus 50 Holz und Nahrung beim Start. Dorfzentrum und Hafen haben zweifache Lebenspunkte. Arbeitergeschwindigkeit plus 10% in der Feudalzeit. In der Ritterzeit 15% und Imperialzeit 20%. Jo. Oh, toll. Und wie komme ich wieder raus? Ach, da ist Schließen. Oh, ah, mein Stall ist fertig geworden. Sehr schön. Verdammt, hier ist eine feindliche Kaserne direkt bei mir um die Ecke. Ja, das ist natürlich schlecht. Also, was heißt um die Ecke? Der ist fast direkt in mir. Ja, das machen die manchmal. Ich habe hier gerade auch einen Bauern gesehen von den Feinden. Ich vermute, dass der hier auch irgendwas hingepflanzt hat. Oh mein Gott. Das ist doch ein Scherz. Ich habe nicht genug Gold. Der ist mit Landungsschiffen gekommen. Also mit so Transportschiffen. Irgendwo, da habe ich noch einen. Ich brauche unbedingt einen Marktplatz. Mist, ich brauche Gold. Mist. Ich brauche noch eine ganze Menge anderen Shit. Okay, alles klar, ich kann Ritter bauen. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Mal hin. Ich habe Holz, ich habe Nahrung. Das Einzige, was mir fehlt, sind Gold. Aber das sieht bei mir auch eng aus. Okay.
So, den ersten Angriff schon mal abgewehrt. Irgendwie. Ich habe noch gar nicht so viele Einheiten, um was abwehren zu können. So. Untätige Bauern. Vor allem, ich frage mich jetzt, ob ich seine Kaserne angreifen soll oder erstmal nicht, weil wenn ich ihn jetzt angreife, dann kommen sie direkt zu mir. Wenn ich ihn in Ruhe lasse. Steht die nah am Wasser? Nicht wirklich. Okay. Sonst wäre ich jetzt mit ein paar Galeeren vorbeigekommen. Ich glaube, das schafft die nicht. Und auch relativ wichtig, ein zweites Dorfzentrum. Wo möchte ich das denn mal hinhaben? Meine Güte. Da oben. Ach Mann, das geht das nicht. So, erstmal alles hier weiterentwickeln. Nahrung habe ich genug. Oh, der erste Wald ist gleich schon weg. Ja, ja, bei mir geht das auch ganz fix. Ja, ich habe das, habt ihr jetzt verteilt, dass die, ich habe da oben schon was gebaut, da kann ich gleich, was ist das denn? Oh, greift doch nicht, das hasse ich, wenn die einfach irgendwas angreifen und hinterher rennen. Und plötzlich sind meine Einheiten weg. Ja. So, leichte Kavallerie, das ist schon mal gut. So, untätige Bauern. Wieso machst du nix? So, was macht ihr? Die sind in den Streik gegangen. Ja. Was? Von wem werde ich angegriffen? Wer, wo, wie, wann, wieso? Oh. Ah, ich brauche Landeinheiten. Uiuiui. Landeinheiten habe ich ein paar. Nicht viele, aber... Zur See sieht es ganz gut aus. Okay. Die ersten Mönche sind fertig. Was? Wo werde ich jetzt angegriffen? Oh, nö. Du bist angegriffen? Zu Land? Ja, zu Land. Wobei, sie sind auch gerade am Wasser. Okay. Mach den nochmal fertig da. Geht doch. Dann verläuft die Front wohl bei dir. Aber ich... Es ist gerade weniger gut. Da ist noch so einer. Komm, schneide ihm den Weg ab. Nein. Wer ist das? Das ist die Teuton. Ah, die haben auch die kleinen Dinger. Okay, kein Problem. Was fehlt mir noch? Ach, wo werde ich jetzt schon wieder angegriffen? Können die mich nicht mal in Ruhe lassen? Können sie nicht. Was ist los? Ach, was sind deine? Ach, du bist das. Daniel, ja. Meine Güte, erschreck mich doch nicht. Ich denke, jetzt laufen hier Reiter hier bei mir rein. Ja, tun sie auch. Aber es sind tatsächlich meine. Na, aber du sagtest, du wurdest angegriffen. Oder dachte ich, naja. Ja, das war nur eine kleine Einheit. Die sind hier links, also zu meiner Linken, sind die so an dem Fluss entlang geritten. Okay. Oh, da ist schon wieder so ein Speertruppler. Ich weiß nicht, was der will. Ob der irgendwie zu einem Verbündeten hin will oder ob er irgendwas sucht. Och. Ich vermute, die kommen da einfach routinemäßig vorbei, sozusagen. Sagen einfach mal Hallo. So, ich entwickle erstmal hier Kartografie, dass ich mal gucken kann, was bei dir so abgeht. Ja, mache ich auch gerade. Ich muss aber noch irgendwie ein Gebäude bauen, sonst komme ich nicht in die nächste Zeit. Bist du jetzt in der Ritterzeit? Noch bin ich in der Ritterzeit, okay. Ja. Ja, ich auch. Da bleibe ich auch noch einen Moment. Weil die doch eine ganze Menge bietet, die Ritterzeit. So, ich baue erstmal eine Burg. Was ist los? Ich werde angegriffen. Ich werde nicht ange... Ah. Da unten. Was, wo? Nee, alles im grünen Bereich wieder. Ach, der hat Bogenschützen hier. Wo? Zu linken, zum Wasser hin. Ach, da unten laufen welche lang. Boah, was laufen die hier alle? Weiß ich nicht. Ich sag ja, die laufen da irgendwie vorbei, aber ich weiß nicht warum. Ich kann es bedenken, weil die zu mir wollen. Okay, Leute, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Das gibt richtig Saures.
Warte mal, ich komm, Arbeiter, her. Ich kann doch hier bestimmt einen. Nee, Moment. Okay, ich glaube, wir sind ganz gut dabei im Moment. Und wenn man von Teufel spricht, brauche ich Häuser, natürlich. So. Ah, komm, bau die Mauer. Wenn ich die da hinbaue, dann haben wir erstmal Ruhe, oder auch nicht. Was? Du bist gelb, okay. Ja, aber hier, die sind alle... Ja, kein Problem. Kein Problem ist gut, die greifen mich da oben schon an. Oh Gott, der greift... Scheiße, Mann, der greift meinen Bauern an. Nicht machen. Oh, das tut natürlich weh. Kann man nachträglich noch Tore in die Mauern einbauen? Ja, oder? Das geht. Ja, Gott sei Dank. Oh Gott. So, okay, alles klar. Ja, was ist das denn? Dieser blöde Katapult, der muss weg. Ich brauche irgendwoher Steine. Ja gut, ich muss jetzt welche abbauen. Tatsache, da steht schon eine Kaserne von dem. Was, ich werde schon wieder angegriffen? Wo das denn? Boah, ach, da hinten, da oben. Okay. Na, das ist doch kein Ding. Kommt hier hin. Sonst seid ihr da gleich eingekreist. So, ihr geht auch nochmal Steine hacken, dass ich mir endlich mal eine Burg bauen kann. Das nervt mich gerade tierisch, dass ich keine habe. So. Ich habe meine gerade gebaut. So, dann kann ich... Ich mache den erstmal klar, wer hier der König der See ist. So, alles ausbauen. Kommt schon. Gut. Und Rückzug. Wo greifst du den denn an? Was, von Friedrich werde ich angegriffen? Wo denn? Ach, der kommt da oben durch. Wo? Ja, der kommt oben bei mir durch. Da, wo ich... Überhalb meiner Mühle. Okay. Ja. Okay, der hat jetzt natürlich schon höher entwickelte Reiter. Erstmal gucken, da ihr habt nichts zu tun. Okay. Nein. Ach Mensch, immer noch nicht genug Steine. Ja. Warte mal. Obwohl es geht. Also meine Steinproduktion ist gerade ordentlich angelaufen. So. Care-Paket ist rübergekommen. Wow. Merci beaucoup. Jetzt natürlich die große Frage, wohin baue ich diese Burg? Ach, da oben. Toll. Mist. Rückzug. Rückzug, Leute. Boah. Ich möchte gleich endlich in die Imperialzeit. Ich kann mal ordentlich Schiffe produzieren. Okay. Da, du machst nichts, also kannst du Steine hacken gehen. Na, endlich. Imperialzeit? Ja. Ah, kann ich auch, reicht schon. Ich brauche dafür gar keine Burg. Du brauchst immer nur zwei Gebäude von der Epoche. Das muss nicht um... Oh, okay. Verdammt, jetzt kommt der da oben an. Habe ich noch nicht alles zugemacht? Ah, ja, jetzt sehe ich, wo die ankommen. Ist natürlich blöd. Okay. Die kommen hier oben direkt durch. Warte mal. Ja. Ich greife die mal von hinten an, weil da vorne diese Pikiniere sind. Okay, ihr verfolgt die und ihr geht auf die drauf, ja. Ja, ich denke mal, die wollen zu mir. Warum bin ich... Dann bin ich aber genau dazwischen, das ist ungünstig. Ja. Oder wo wollen die hin? Okay, die laufen erstmal in deine Burg rein, was super intelligent ist.
Oh, kommt schon. Nein, nicht verzagen hier. Okay. Nee, ich glaube, die wollen mich angreifen, oder? Ich weiß es nicht. Was, nicht genug Gold? Nee, die... Ich glaube, die kommen zu mir rüber. Deine Schiffe stehen hier noch die ganze Zeit. Die stehen nicht gut da. Oh, meine Burg hält auch einiges ab. Zieh mal eine Mauer. Oh Mist, jetzt wird's haarig. Ja, ich ziehe ja gerade die Mauer. Ich bin ja dabei, schon eine Mauer zu ziehen. Ach, da hinten machst du das. Alles klar. Okay, habe ich nicht gesehen. Sorry. Ich muss ja ein bisschen gucken, wie ich die... Ich will mich ja nicht sofort einkesseln. Ach. Ja, klar. Aber zu See habe ich gar nichts gemacht. Also dann müsstest du mal gucken, ob du da irgendwie... Weil die hat hier lauter Schiffe und Werften. Echt? Ach, da hinten. Ja, da komme ich mal vorbei. Okay, ich brauche selbst erstmal noch zwei Häfen. Mindestens. Was? Wo werde ich angegriffen? Nein, ich werde angegriffen. Nicht gut. Renn weg. Ach, Mist. Ich werde angegriffen. Gar nicht gut. Okay, es ist doch ganz stressig gerade. Ah, Imperialzeit, endlich. Ich muss jetzt mal ganz, ganz dringend meine Schiffe weiterentwickeln. Och, nein! Was ist Verdammt, los? Verdammt, ich habe nicht gesehen, der ist hier reingekommen. Der greift meine Burg an und der hat auch mein Haupthaus hier kaputt gemacht. Verdammter Mist, mein Dorfzentrum ist weg. Ja. Okay, naja, ist alles reparabel. Das kriegen wir hin. Okay, das macht nix hier. Oh Mann. Und vor allem, ich kann die Mauern noch nicht fertig machen. Die ist nur zur Hälfte gezogen da hinten. Hab ich irgendjemanden, der keine Arbeit hat? Hier, ihr beiden. Steine hocken. Oh mein Gott. Ich brauche hier schnellstens eine Burg. Da mal. Bräuchte auch so einiges, aber das kommt nicht. So ein was brauchst du? Irgendwas an Verteidigung wäre nicht schlecht. Ich muss mich erstmal hier wieder finden. Und vor allem, ich muss mir mein Dorfzentrum bauen, der hat das kaputt gemacht, ohne dass ich was mitbekommen habe. Oh je. Okay. Da kriege ich Gesellschaft. Oh, der greift meine Mauer an. Das geht natürlich gar nicht. Nein, hier geblieben, Reiter. Ach du meine Güte. Okay, kommt zur Küste. Kommt zur Küste. Ja, sehr schön. Okay, ist doch gerade ein bisschen stressig. Aber alles machbar. Ich kann dich auch so gut wie nicht so unterstützen, weil ich muss mich erstmal auf mein Dorfzentrum wieder hier konzentrieren. Oh nein, jetzt reißen die mir die Mauer da ein. Und jetzt kommen die mit Schiffen. Schiffe habe ich nichts. Okay, na das kriegen wir hin. Du hast ja auch noch ganz viele Einheiten hier zwischen uns stehen. Die kannst du ruhig abziehen. Ja, Augenblick. Hast du die Mauer gezogen? Nein, immer noch nicht. Ich krieg keine Leute dahin. So, du kommst jetzt mal her. Ich will die Mauer hier fertig haben. So, und du... Okay. Ach, jetzt ist auch noch das Feld hier versiebt. Weil hier zu lange keiner gearbeitet hat. Alter, der zerlegt einfach meine Flotte. Ach du meine Güte. Hast du denn schon eine Universität oder so, um deine Mauern da zu verbessern? Quasi. Ist das in Planung? Genau. Ja, das versprechen die Parteien auch immer, aber dann kommt nichts. Ah. Und dann hast du plötzlich die Griechen in deinem Staat. Die Griechen, die guten Alten. Die sind ja gar nicht dabei. Ich muss auf... Oh, der schickt eine neue Armee. Aber ich lasse den mal durch eben, weil sonst greift er hier meinen Mannequin an. Das wäre nicht so gut. Moment. Ich baue mal einen Turm hier hin. Das könnte nicht schaden. Boah.
Oh, diese Bogenschützen, die da nerven. Kannst du nicht mit deiner Schiffflotte da mal eben für Klarheit sorgen? Ich kann nämlich nicht in Ruhe meine Mauer ziehen, weil die Schiffe greifen mich immer wieder an. Wo denn? Ach, da an der Ecke. An meiner Mauer direkt. Ja. Ich stecke einfach mal alle Schiffe, die ich gerade nicht brauche, dahin. Und die machen das dann schon irgendwie. Und die greifen jetzt da alles an. Oh nein, jetzt haben die deine Einheiten da auch noch kaputt gemacht. Verdammt. Welche Einheiten? Die du da bei mir stehen hattest, die haben die einfach platt gemacht. Achso, ja, das macht nichts. Okay, die Ecke ist jetzt safe hier unten. Für die Mauer. Okay. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Boah, der hat schon hier seine Prediger und so. Die Prediger? Ja, keine Ahnung, wie die heißen. Die Dinger, die immer... Mönche. Ah, Mönche. Ey, was greift das Ding nicht an? Weg da. Ach, brauche ich nicht. Komm. Immer auf die Bauern, ne? Von wem werde ich jetzt wo angegriffen? Ach, der hat... Toll, jetzt ist es natürlich mein Dorfbewohner kaputt. Ah, da waren deine Schiffe auch nicht gerade eine Hilfe. Schafe habe ich gefunden, toll, die helfen mir gerade gar nicht. Nee, kein... Oh Gott. Sehr gut. Repariert das mal und ihr kümmert euch da um das Tor und dann kann ich diesen Tribok da mal ausschalten. Wo ist die Universität? Da ist sie. Gut. So, du kommst jetzt mal eben mit. Ich weiß, dass ich angegriffen werde, aber da kann ich nichts machen. Bauen. So. Ich habe gleich keine Lust. Ich baue dem dann mitten eine Burg vor die Nase, ey. Wenn der nicht aufhört. Okay, meine Schiffe sind da unten. Wo hast du denn deinen Marktplatz ungefähr? Kann ich dir sagen? Hier. Aber warte, ich baue mal 9, der steht da ungünstig. Hier steht ein neuer. Was? Wo? Dahin. Bisschen weiter nördlich. Ja, ich hab's gesehen. Ach, mach die Mauer da jetzt endlich zu. Komm schon. Wenn die Mauer zu ist, dann haben wir da endlich Ruhe. Erstmal. Du achtest auf deine Schiffe hier oben? Ja, ich habe die nochmal neu positioniert gerade. Okay. Boah, diese Wikingerboote sind ja geil. Schießen immer so Pfeilsalven und sind ziemlich effektiv. Sehr gut. Da kommt eine Burg hoch. Sehr gut. Sehr schön. Ich bin ja dabei. Jetzt fehlt mir noch Nahrung. Ich habe zu viel entwickelt. So, da war ich ganz kurz im roten Lager, ziehe mich aber lieber wieder zurück. Oh, und ja, mein... Wäre es nicht theoretisch möglich, sich einen Marktplatz, zwei Marktplätze von uns direkt nebeneinander zu bauen, dass die Karren immer hin und her fahren? Dann haben die nur... Das geht theoretisch, aber es ist sozusagen, je weiter die Marktplätze auseinander sind, desto... Mehr Gold kriegt man. Genau, beziehungsweise je näher, desto weniger Gold bekommt man. Wo werde ich denn jetzt angegriffen? Von Grün? Wo ist denn Grün? Ich sehe nichts. Ach, ich werde... Meine Karren, die hin und her wandern zwischen den Marktplätzen, werden von den Leuten angegriffen, die bei dir eingelaufen sind. Dürfen jetzt aber keine mehr sein, weil ich habe hier überall Mauern stehen. Da dürfte keiner mehr durchkommen.
So, hier sind meine Schiffe. Das Meer müsste jetzt, dürfte ziemlich gesichert sein. Ich habe hier so viele Schiffe rumschwirren. Ja, okay. Boah, ich habe hier eine Burg, die ist so hart unter Beschuss. Nein. Geh ein Stück dahin. Oh Gott, der will mir da echt einen Hafen hinsetzen. Das kann er doch nicht ernst meinen. Nein. Reiter, 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 sofort. Sofort Reiter. Kommt, 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 gebt Gas, Leute. Ich darf diese Burg nicht verlieren. Oh, das wird mal ganz knapp hier. Super, sofort reparieren. Wo denn? Unten bei dir? Ja. Warte. Der Rote hat mich jetzt ziemlich im Kreuzfeuer. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt unter Kontrolle. Oh, zu wenig Gold. Das schmerzt. Was ist das denn? Mein Markt brennt. Wie geht das denn? Dein Markt brennt, weil da irgendwo so ein kleines Mannequin ist, was er die ganze Zeit angreift. Ah. Ist noch irgendwo ein Goldvorkommen? Da. So, nein. Reiter einmal zurückholen, bitte. Och Gott, jetzt haben die echt meine Burg zerstört. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Hä? Verdammt, ich wundere mich, warum ich keine Nahrung mehr kriege. Meine ganzen Arbeiter sind weg. Wie hat der das denn geschafft? Tja. Leute? Leute, seid ihr? Uiuiui. So, einmal Pfeilhagel bitte. Pfeilhagel, bitteschön. Ach, der bekehrt hier oben meine Schiffe. Jetzt checke ich das erst. Ist natürlich gar nicht nett. Ich hatte schon mal eine Armee, die war größer. Wo sind die hin? Du kannst unten, wenn du auf dieses Hackebeil klickst, sehen, wo du militärische Einheiten hast. Ach, wo werde ich denn jetzt die ganze Zeit angegriffen? Ich sehe das nicht. Ja, ich sehe hier auch vieles nicht mehr. Ey, ey, ey. Du sollst das Ding hier kaputt aufziehen. Ey, ey, ey. Geh wieder rein. Okay. Oh. So, das machst du jetzt mal eben fertig. Ich brauche aber mehr Einheiten. Vor allem, ich hatte mehr Einheiten. Die hat er mir alle weggenommen. Boah, ich will jetzt irgendwie wen angreifen und dann mal aufräumen. Das kann ich nicht wahr. Ich brauche mehr Gold. Oh Gott. Irgendwie will ich jetzt mal zurückschlagen. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Wenn ein Verbündeter schreit, dann muss man ihr helfen. Oh, ich hab mich geschrien. So schlimm war es nicht. Ey, ich hab nicht gesagt, gejammert. Nee, ich hab eher... Ach. Das ist doch nervig, dass ich Wetter nicht angegriffen. Boah, dieser Rote, ne? Denn haben hier gar keine Verbindung zueinander? Oh, deine Markthachen stehen still.
Was? Meine? Ah, ja. Ich glaube, ich weiß auch warum, weil die nämlich meinen Markt zerstört haben. Nett. Jetzt wissen sie nicht mehr, wohin. Ich finde das blöde. Es gibt eine, zwar eine Funktion, wo man sehen kann, welche Dorfbewohner stillstehen, aber alles andere nicht. Wo ist denn dein Markt wieder? Ist weg. Hallo? Du hattest mal einen. Da, hinten steht er. Ist sonst da irgendwo Karren, die nicht die... Vor allem, ich hatte mehr Karren, das weiß ich. Egal. Ja, schau einfach mal den Weg ab. Hier und da steht noch eine, vereinzelt. Moment, ich muss jetzt erstmal meine Felder wieder besetzen. So. Oh ja, das ist auch wichtig. Ja, wenn ich da gucke und da ist... Ah, jetzt weiß ich auch, warum das Gold so knapp wird. Du hackst da mit rum. ich sehe keinen Karren. Ah, da sind welche. Hier, los, lauf los, holt mir Gold rein. Wobei Gold nicht das nicht ist, was mir fehlt. Es ist immer noch Nahrung. Aber so langsam kriege ich... Sondern? Nahrung. Aber das habe ich jetzt auch wieder. So, ihr geht nochmal Holz hacken. Okay, sag Bescheid, wenn du Nahrung brauchst, dann kannst du welche kriegen. Ich weiß irgendwie, ich glaube, beim Markt kann man auch irgendwas eintauschen. Ja genau, du kannst Waren entweder verkaufen oder einkaufen mit Gold. Aber die Sätze stehen irgendwie ganz komisch. Ja, das lohnt sich meistens nicht. Und das ist eigentlich... Ich mach's nur in Notsituationen, wenn ich es wirklich brauche. Boah. Okay. Jetzt kommt ihr erstmal. Aber ich komme nicht so richtig auf die Beine hier in diesem Spiel. Brauchst du irgendwas? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ja, gib mir alles, was du hast. An Bauern? Auch. Soll ich dir die wegnehmen? Die Rohstoffe. Ich kann dir alle Bauern schicken, dann ist gleich alles leergegrast bei dir. Nein, passt schon. Oh, meine Mauer ist kaputt. Und zwar ziemlich heftig. Ah, jetzt sehe ich, was du meinst. Da unten die ganze Zeit. Ich habe mich immer da oben drauf konzentriert. Das war ein Fehler. Ja, ich habe ja auch meine Päckchen zu tragen. Zieh doch deine Schiffe hier oben ab. Und wo denn? Hier oben links beim Gegner, da sind doch so 5 Schiffe oder so von dir. Oder 3? So. Die hocken so da aufeinander. Achso, mir ist das ja recht, wenn die da an der Küste stehen bleiben, einfach damit die Küste gesichert ist. Oh, diese Triboke, ne? Kein Bock, schon wieder eine Burg zu verlieren. Komm, gib Gas. Deren Ressourcen müssen doch auch mal aus sein. Unsere sind auch noch lange nicht aus. Hast du Militäreinheiten? Doch. Nee. Ich will jetzt echt ganz gerne mal rushen gehen. Ich bin gerade dabei, Einheiten zu bauen, aber damit wir es können. Nein, oh, jetzt hat er echt die Burg zerstört. Ach Mist. So, kann ich irgendwas verkaufen? Ja, kann ich. Nahrung. Nie wieder Mittelmeer. Du hast das aussuchen wollen, nicht ich. Ja, das ist wahr. Du hast gesagt, du nimmst deine Wikinger, fährst da alles mit deinen Schiffen, machst alles platt. Ja, in meiner Vorstellung lief das alles viel besser. Jetzt kriege ich hier die Information, ich habe ein Schaf gefunden. Was hilft mir dann? Will keine Schafe finden. Vorsicht, die werden angegriffen. Wo denn? Oh Gott. Ah!
Okay. Was macht das? Glühendes Geschoss. So, einfach mal bauen. Kann ja nur schaden. Okay, Oh, ich habe noch eine Einheit bei dir rumstehen. Sagt mir keiner was. Wo ist denn oder deine Burg, die kaputt gemacht wird immer? Die steht noch gar nicht mehr, oder? Richtig, die steht schon nicht mehr. Aber du machst doch mit deinen Schiffen gerade alles platt, oder nicht? Ne, der hat auch Schiffe. Oh, der macht deine Schiffe alle kaputt. Ja. Sind das da alle Werften, die du da hast? Alle ja, Hafen? Ja, vier Stück. Oh, nervt mich das hier. So, kommt, jetzt aber mal. Alle ein bisschen sammeln. Dann erobere ich mir mal meine Küste zurück. Und von wo werde ich denn angegriffen? Ich kann doch gar nicht angegriffen werden. Und auch mein Wachturm. Nirgendwo, doch, mal. Da gibt's noch Gold. Nix hier hin. Noch mehr Holz abbauen. Ach je. Was? Spione? 30.000 Gold? Wie soll ich denn das zusammenkriegen? Das habe ich mich auch schon gefragt, öfter. Ach gut, so. Spionage hat ihren Preis. Nein. Die Kosten betragen 200 Goldeinheiten je feindlichen Dorfbewohner. Das bedeutet, je kleiner die Gegner sind, desto billiger wird das nachher. Ja, stimmt. Aber gut, ich meine, wenn wir eh schon dabei sind zu gewinnen, dann brauchen wir auch keine Spionage mehr. Ja, ich denke, das ist dafür da. Es gibt ja auch, man kann das ja auch so setzen, dass das Ziel ist, dass man alle gegnerischen Einheiten zerstört. Und wenn du dann irgendwo einen Dorfbewohner hast oder einen einfachen Soldaten, dann lohnt sich das natürlich schon eher. Ja, stimmt. So, Nahrung, das kann ich alles gut gebrauchen. Oh, meine Leute stehen hier stumm. Stumm? Achso, ja, tut nix. Die haben nichts mehr zu tun. Die wollen beschäftigt werden. Ja, das sowieso. Einen Karren brauche ich nicht und ein Schaf will ich auch nicht in der Dings haben. So. Was könnt ihr denn mal tun? Holz haben wir genug. Was brauchen wir denn? Nahrung. Ja. Haben wir Steine irgendwo? Ach, da oben bist du schon am rumhacken. Na klar, ich lass nichts aus hier. Nichts anbrennen lassen. Hast du noch irgendwo Steine? Beeren sehe ich hier gerade, sind noch genug, aber Nahrung hilft mir nicht viel. Ich hab auch so leider keine mehr. Im Lager. Sieht ziemlich mager aus. Mit Stein? Ja. Ich habe nicht mal mehr 100. Ich habe 365. Wow. Okay. Boah, so, jetzt wird erstmal da der Hafen zerstört. Habe ich eine Universität? Ja. Okay, da brauche ich nichts von. Ich möchte noch mehr Reiter haben. Und eine Schmiede. Habe ich eine Schmiede? Ja, habe ich. Gut. So. Was kann ich denn nochmal brauchen? Eigentlich nichts. Eigentlich. So. So, da unten greift er dich an, da positionieren wir uns gleich erstmal. Na. Und? Ah, das hasse ich. Ich habe meine Soldaten bei dir positioniert und sehe gerade, dass er sich angreift. Und die Soldaten sind ja so blöd, die gehen dann zum Tor, wollen die angreifen und bleiben dann mitten im Tor stehen. Ich schließe das Tor mal, dann kommt da keiner mehr durch. Oh, Mist. Der baut eine Burg hin, das geht nicht. Die muss sofort zerstört werden. Ja. Tor ist offen. Ich wollte gerade sagen, wenn dein Tor zu ist, was soll ich machen? Bogenschützen bauen? Ach du Scheiße, da oben kommen auch noch welche. Na, warte mal. Geht raus da. Ah, toll, zwei sind reingekommen. Oh, wie das nervt. Was? Wie sind die Maya da reingekommen? Ach, der hat die abgesetzt da. Ja, mit dem Schiff. Das ist sehr schön. Oh, jetzt zerstören die meine Rammen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt kommt er von der Seite mit Triboken. Oh Gott. Oh, deine Mauer ist kaputt, ne? Ja, weiß ich. Aber ich
Kann grad nicht. Steht denn das Teil? Ah, da bist du. Wartest du mit deinen Elefanten da unten mal? Weil dann können wir gleich zusammen angreifen. Ich wollte wenigstens die hier, die im Lager sind, kaputt machen. Ach so, ja, na klar, na klar. Oder soll ich dich erst kaputt sehen, wie du kaputt gehst, oh, oder nein, was? Nein, bitte nicht. Vielleicht bist du ja so ein... Masochist? Ja, der es liebt, selbst kaputt zu gehen. Nein, auf gar keinen Fall. So. Halt die Mauer mal hinter den Elefanten. Die Elefanten mal hinter der Mauer. Ich versuche noch ein paar Reiter zu produzieren. Auch nicht genug Nahrung. Du brauchst keine Mauer mehr. Mein Elefant hat sich da reingestellt. Perfekt. Nein, du sollst da schon drin warten. Oh, die werden aber jetzt von den Bogenschützen angegriffen. Das ist unfair. Wir halten die Elis auch nicht aus. Nee. Vor allen Dingen, die werden hier von den Schiffen angegriffen, das ist fies. Oh, jetzt sind die schon wieder hier in der Base. Verreck doch. Boah, die kommen hier rein, weil die Mauer offen ist. Jetzt laufen die alle da rein. Ja, ich merk's, warte. Boah, endlich genug Nahrung. Immer wirst du über irgendwo angegriffen. Das ist doch ätzend. So. Tribok. Sofort zerstören. Hast du seine Burg jetzt kaputt gemacht gehabt oder wie war das? Nee, ich hab noch gar nichts kaputt gemacht von dem. Okay. Ist auch schön, deine Arbeiter gehen von außen da dran. Oh, Hohlköpfe, ey. Kann es nicht geben. So, die Burg ist jetzt gleich kaputt. Ja. Ach, da baut einer dran rum. Na klaro. Oh, da kommt mit irgendwas an. Rambock oder was ist das? Ach, das sind die Dinge hasse ich. Diese mobile Katapulte. Ja, diese Triboke, das ist unglaublich. Dass die mich schon an Nerven gekostet haben. Also, ich kann alles hier verteidigen, bis auf die Schiffe. Ja, die Schiffe machen nichts. Also, die sind ja selbst zur Verteidigung da im Grunde. Das geht schon klar. Bogenschützen. Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt bald offensiv werden. Denn ich habe keinen Bock mehr, mir da auf der Nase herumtanzen zu lassen. Boah, wo läuft denn mein Bauer hin? Ach, Mann. Wo sind denn deine Elefanten? Ah, da vorne stehen die, alles klar. Keine Ahnung, ich hab die... Oh, keine Ahnung, warum die da hingelaufen sind, aber... Nö. Hier unten ist noch Stein. Zwar direkt vor der Mauer des Gegners, aber wenn das da stehen bleibt, dann wäre das gut. Es soll dir gehören. Bis ich da unten bin, ist das auch... Okay. Vor allem, ich habe auch nichts, wofür ich gerade Stein brauchen könnte. Ich würde gleich angreifen. Guck mal bei deinen Elefanten, da links, genau hier, gibt es. Also da würde ich gleich rein rushen, sozusagen, mit meinen Rammen. Ich komme gerade, ich gehe die Bäume einmal rum. Ich wollte von unten da. Vor allen Dingen, der hat die Mauer auch so geil gezogen. Ja, ja. Da mittendrin steht ein Baum, den könnte man eigentlich fällen, dann kann man da sofort durch. So. Okay. So, wo hast du denn deinen Elefanten? Okay, magst du von unten reinkommen mit deinen Elefanten? Dann komme ich jetzt mit meinen Raben und Reitern. Dann haben wir zumindest schon mal ein Loch in der Mauer. Das ist kein Thema. Ich habe meine Elefanten hier. Was hat der denn hier? Hier laufen lauter Arbeiter rum. Frechheit. Vor allem, ich weiß nicht, wo die hinwollen.
Bauen die gerade irgendwas ab, oder? Spielt keine Rolle. Ab jetzt wird alles vernichtet. Auf wo gehen meine Rammen denn hin? Jetzt fahren die da unten rum. Das sollen die doch gar nicht. Ah, na gut, dann macht es halt. Toll, meine Elefanten sind in seiner Base. Ja, halt die da mal in der Ecke. Ich denke mal, die kommen da klar. Ich bin unterwegs. Ich fand das so cool, ein Arbeiter von denen hat mir das Tor aufgemacht. Sehr nett. Ich kann nichts mehr bauen. Hab ich immer noch. Ach, Leute, was steht hier da so dumm rum? Hab ich nichts mehr zum Abholzen oder so? Na komm, 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 gib Gas. So. Oh, greif den. Greif doch diese Ramme an. Och, Mann. Wo sind meine restlichen. Ach, blöde Elefanten. Ihr solltet da stehen bleiben. Aber ich glaube, den roten. Also, das finde ich auch schön. Seine Einheiten greifen außerhalb der Base mit Bogen an. Okay. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus gerade. Den Roten sollten wir jetzt einigen Schaden zufügen können. Meine Rammen müssen irgendwie das Dorfzentrum erreichen. Dann wäre das sein Ende. Fahrt, 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 Leute. Ah. Oh Gott. Ah. Ich habe gerade überall Meldungen, dass ich angegriffen werde. Ja, die sind bei dir. Oh, der ist mit einer mobilen Dings da bei dir, bei der Werft. Wir müssen das Dorfzentrum zerstören. Das stört die Computergegner ziemlich. Ja, ich sehe es, dass sie da sind. Aber ich habe auch gerade nichts zum Gegenangriff. Ich auch nicht, sonst würde ich es ja bringen. Okay, aber das kriege ich hier in den Griff. Der hatte lauter Arbeiter in seinem Zentrum. Okay, das Ding ist kaputt. Da unten ist noch ein Dorfzentrum. Nein. Was ist los? Ach, ich habe meine Elis verloren. Alle? Nein. Ich habe die mir auf die Kurztaste gelegt und die habe ich jetzt versehentlich auf einen anderen gegeben. Ach so, okay. Boah, jetzt kommt doch, bewegt euch doch, ihr Rammen. Wo hatten wir noch ein Dorfzentrum? Ach, da unten, jetzt sehe ich das erst. Ja, ja. Achso, kommt schon. Geht kaputt. Ja, ich werde angegriffen. Ich denke, das ist eher umgekehrt. Was ist umgekehrt? Ich werde angegriffen? Nein, ich greife ihn an. Okay. Weil bei mir steht immer die Nachricht, ich werde angegriffen, aber es sind die Elefanten, die eigentlich da unten angreifen sollen. Oh ja. So, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich zerstören soll. Ich greife einfach alles an, was er noch im Lager hat. Denk dran, bei dir ist immer noch was im Lager, ne? Ja, ja, ich produziere Reiter in der Hoffnung, dass sie schnell genug fertig sind. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Oh, diese Elite-Deutschritter. Was nervt das? Wie soll ich die denn besiegen? Das stört die irgendwie null, dass ich da die angreife. Oh, mal gucken, wie die mit meiner Armee hier klarkommen. Oh ja, schick mal die Elefanten dahin. Ja, das sieht sehr gut aus. Dankeschön. Keine Ahnung, deine Reiter, die fallen da um wie Fliegen, habe ich das Gefühl. Ja, da habe ich nicht nur ein Gefühl zu. Aber wie sind die reingekommen? Ist deine Mauer schon wieder offen? Weiß ich nicht. Nee. Ah, per Schiff garantiert. Apropos Schiff, ich sollte jetzt auch mal ein bisschen meine Flotte wieder aufbauen. Ah, nicht genug Gold, nicht genug Gold. Mönche oder so hast du noch nicht, ne? Doch, aber ich weiß gerade nicht, wo die sind, aber kosten mich auch wieder Gold. Ich dachte, dann würde ich meine Elefanten dazustellen, dann würden die sich ein bisschen heilen.
Warte, ich schicke da mal zwei hin. Okay. Schickst du deine Elefanten noch zu dem Roten? Was? Nee, ich zieh die da gerade ab. Ach so, Lanz. Weil die jetzt angeschlagen sind. Wieso? Soll ich da irgendwas vernichten? Ja, ich wollte vorschlagen, dass wir den jetzt komplett vernichten. Sammel deine Elefanten mal da, wo sie jetzt stehen. Ich schicke zwei Mönche dahin, dann können die noch da. Ja, die anderen kommen ja auch dahin. Genau, die dann können Elefanten. Wir die da nochmal heilen, können uns da sammeln und dann nochmal zum hoffentlich finalen Schlag ausholen gegen diesen roten Bastard da. Denn vier scheint er nicht mehr zu haben. Was ist eigentlich stärker? Ein Husar, ein Paladin oder ein schwerer Kamelreiter? Also am stärksten sind prinzipiell die Paladine. Wobei die schweren Kamelreiter halt die Stärke haben, dass sie gegen Kavallerie effektiv sind. Also am besten hast du immer so einen Mix von allem. Und die Kavallerie ist, weiß ich nicht, ist eigentlich mehr so eine Erkundungseinheit, die du am besten gegen Infanterie einsetzt. So. Gut, wunderbar. Ein paar Schiffe in der Warteschleife. Okay. Ja. Ich glaube, von den Feinden haben wir jetzt auch nicht mehr allzu viel zu erwarten. Sodass wir jetzt in die Offensive rübergehen können. Ach, das ist unfair. Was ist los? Ich krieg meinen Elefant nicht aus der Base. Die Mauer ist ja noch nicht kaputt. Oh, der. Ah, haben die neu gebaut. Der Grüne, okay, hat auch Elefanten. Ich schätze, der hat einen von deinen bekehrt. Ja, der bekehrt die, da vorne, das ist ein Mönch. Ach, verdammter Mist. Na toll. Naja. Und der hat natürlich auch den Stärkeren bekehrt, sodass mein Schwächere jetzt gleich verliert. Ja. Natürlich. Das kriegt ja alles wie so. Was hast du denn für Reiter gebaut? Oder sind das Paladine? Nee, das sind diese Chevaliere, wie auch immer. Ich könnte die weiterentwickeln, aber die Wikinger haben die Option zur Weiterentwicklung zu Paladin leider nicht. So. Ah. So. Gut, aber es hat sich alles stabilisiert. Da den Mauern da oben halten ziemlich gut. Ja, meine Mauern da oben, die sind sowieso nicht eingerissen. Ich habe da eine Burg, zwei Türme und die greifen da ein bisschen was an. Und vor allen Dingen deine Schiffe haben ja noch was ausgeholfen am Anfang. Das war ja der Vorteil. Ja. So, warte, ich habe noch ein paar Paladine, dann schicke ich die auch noch eben mit nach unten. Die können wir alles auf einen Schlag verwenden. Ja. Dann sind wir den Roten schon mal los und ich denke mal, die anderen werden dann auch nicht mehr so schwierig sein. So. Ich weiß nicht, wie stark die Paladine sind. Ich hoffe, die halten was aus. Ja, die sind ziemlich stark. Okay, sollen wir den Roten vernichten? Ich bewege mich da schon mal langsam hin, weil diese Ramböcke irre lange brauchen. Wie gesagt, wir müssen erstmal wieder ein Tor oder so einreißen. Ja, das ist schnell gemacht. Von wem werde ich denn jetzt angegriffen? Ach so. Das nervt mich auch die ganze Zeit. Der schickt immer so einen Bogenschützen oder so hin und greift meinen Turm an und ich kriege immer die Nachricht, Vorsicht, die werden angegriffen. Ja, aber ist das nur völlig ungefährlich so, ne? Oh. Du lässt den einen Roten gerade wieder rein in deiner Base. Ah. Macht nichts. Du hattest vorhin eine Einheit, die hat deine ganzen Sachen zerstört, deinen Marktplatz zum Beispiel. Ja, das waren diese Teutonen-Typen. Ach du Scheiße. Was denn? Wo bist du denn jetzt mit deinen... Ach, da unten kommst du rum, okay. Wie ich gesagt habe, ich muss mal eben... Ach, der hat hier unten was stehen. Wie, der hat da was stehen? Marktplatz. Der hat hier unten, außerhalb seiner Base, einfach mal einen Marktplatz... Ja, die bauen das immer ziemlich random. Ja, aber irgendwas muss man sich dabei doch denken. Nein, die nicht. Oh, da kommt Paladine, sehr schön. Was, Paladine? Ah, da, meine Paladine. Jetzt mach doch das Tor endlich kaputt. Oh.
Und noch mehr Elefanten. Sehr schön. Okay, ich hoffe, wir können ihn jetzt vernichten, den Roten. Was? Hat jemand angefangen, Weltwunder zu bauen? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Nee, Weltwunder baut niemand. So, Paladine, beschützt mal meine Elefanten. Das ist so unfair. Seine Bogenschützen sind schneller als meine Elefanten und... Ja. Das ist gemein. Hätte ich gewusst, dass du da oben durch wärst, würde ich die Elefanten da nicht angreifen lassen. Ah, dann haben wir zwei Eingänge. Oh, hier deine Elefanten. Die gelben, die gerade runterkommen. Was? Ich bräuchte Unterstützung. Gelben, die gerade runterkommen? Ich sehe meine Elefanten nicht. Egal, zu spät. Lass sie weiter durchlaufen. Ich habe nur gerade wieder Gäste hier in der Basis. Oh, ich seh's. Aber extrem. Ja, aber egal. Weiter durchrushen. Ach. Boah, Mist. Da habe ich jetzt echt... Ach, das sind deine Mönche. Okay, dann ist das was anderes. Oh nein, hast du irgendwelche Einheiten, die du mir schicken kannst? Die Paladine kann ich dir hochschicken. Ja, schick jemand meine Basis, sonst sehe ich hier ziemlich alt aus. Der bricht da aber durch alles durch bei dir. Oh, ja. Okay, den Steindings, den kann er ruhig wegnehmen, aber... Was hat denn das für Einheiten? Das sind auch Paladine. Also das ist nicht gut. Nee. Ich laufe mal ein bisschen rum, dass er mir sinnlos folgt. Okay. Ach du meine Güte. Okay, da bist du schon. Gut. Ja, du lockst sie nur gerade falsch weg. Ja, das passt schon, weil ich jetzt mit dem Dorfzentrum angreifen kann. Okay, gut, das ist safe. Das finde ich auch so unlogisch, manchmal von der KI. Du klickst den Vordersten an, der soll den angreifen und die laufen hinter der Schlange her, weil die nicht zum Vordersten kommen. Ja, genau. Das ist auch nicht schlecht gemacht von ihnen. Der verschanzt sich so in der Ecke, sodass es nur zwei von mir angreifen können. Ist das dein Schiff oder was beschmeißt mich hier die ganze Zeit? Oh, ich hab den Grünen auch so satt, wie er immer mit seinen Schiffen ankommt. Ich glaube, der Grüne, der ist da ganz links in der Ecke irgendwo, der wurde noch gar nicht gestört, großartig. Da hat er wieder mal Zeit. Oh, der greift deine Ramböcke an. Was, wo? Diese Selbstmord, diese Suizidtypen schickt er dahin. Okay, ja, die sind seltsamerweise gar nicht so effektiv gegen Einheiten. Ach, Paladin, ihr seid manchmal auch bekloppt, ne? Ach, der hat schon wieder zugemauert. Boah, der Rot hat aufgegeben, sehr gut. Ja, aber der hat zugemauert, das ist unfair. Der Rot hat zugemauert? Wo? Der hat den Eingang... Jedes Mal, wenn wir durchgehen, macht er den Eingang wieder zu. Uff. Und ich komme nicht mit meinen Nachzüglern hinterher. Der Grüne, ey, der nervt gerade. Total. So, ich werde mich jetzt auf den Angriff konzentrieren. Hatte selten KIs, die mich so genervt haben wie die beiden. Der Rote war ja eigentlich relativ lieb und harmlos, beziehungsweise, naja, sagen wir mal, leicht zu kontrollieren. Oh, meine Elefanten, aber, die suchen sich jetzt hier ein paar schöne Gebäude aus. Aber die anderen, wa? Alter Schwede. So, kann ich in der Schmiede noch was Interessantes entwickeln? Oh ja. Kann ich. So. Boah. Jetzt geht's ihm erstmal hier von der See aus an den Kragen. Gut, ich habe auch keine... Ah, endlich, meine Paladine sind durch. Juhu. Hui. So, was haben wir hier Schönes? Wo hast du Mönche? Du hattest vorhin Mönche irgendwo. Da. Ja, die müssen irgendwo in der
Base von Rot stehen. Zu deinen Paladinen oder was? Wieso kommt der Japaner von der Seite aus? Dachte, lässt sich da alle. Oh mein Gott. Nein! Rückzug, Rückzug. Wow! Verdammt! Was ist los? Ach, so ein scheiß Katapult greift meine Paladine an. Ja, das tut weh. So, Katapult. Beziehungsweise kaputt. Kann ziemlich weh tun. Von wo werde ich denn angegriffen? Ach, da oben. So. Gar nicht mal so. Hm. Magst du durchgehen mit deinen Elefanten zur Base von Grün? Ich wollte gerade warten, deine Mönche heilen mich gerade so schön. Ach so, okay. Ja, nee, dann ist gut. Und vor allen Dingen Zeit haben wir. Einheiten kosten wir teuer. Ich habe nichts mehr an Steine. Schon seit Ewigkeiten. Oh mein Gott. Ach, da hat der Grüne noch Zeug. Okay, dann schicke ich da mal was hin. Uiuiui. Du hast aber auch einiges an Karren gebaut. Unser Marktplatz, der ist ziemlich überfüllt. Magst du da Einheiten hinschicken? Deine Paladine und Elefanten? Weil von da kommen die durch. Ich schicke meine Mönche auch mit. Wo denn also der wo? Grüne greift jetzt an, meine ich. Ach, da seid ihr. Gut. Ach, da. Okay. Falls es dich interessiert, du hast ein paar Dorfbewohner bei mir. Die stehen einfach nur dumm rum. Ah, das geht nicht. Dann hack doch mal Holz. Da ist auch noch ein Untätiger. Ah, und die haben jetzt alle gar keine Nahrung gesammelt, ihr Trottel. Hallo? Da. Na, komm schon. Also ich hab jetzt da, wo die Mauer durchgerissen ist an Rot, da bin ich jetzt. Oder wo soll ich mich positionieren? Ach, jetzt sehe ich das erst. Der läuft bei dir da rein. Oh. Ach so, ja, das macht nichts. Die habe ich unter Kontrolle hier. Also. Das geht klar. Aber ich meine, dass da keine neuen durchkommen. Genau, da wo deine Paladine jetzt sind. Ich greife von der See aus die Küste an. Und dann müssten wir den eigentlich jetzt klein kriegen. Magst du da reingehen bei ihm? Ich komme noch ein bisschen mit den. Warte, ich habe noch Einheiten, die kommen gerade dazu. Oh, ich sehe es. Und zwar ziemlich heftige. Ja, also wenn schon, denn schon. Na sicher. Ist auch super intelligent, dass ich als Farbe blau gewählt habe, weil man die total gut auf dem Wasser sieht, auf der Map, unten. Deswegen habe ich ja gerne, gelb. Ist nur blöd, wenn du in der Wüste bist. Ja. Ich guck gerade, ob ich Spione mal mittlerweile entwickeln kann, aber der ist immer noch bei 13.000 Gold. So viel habe ich nicht. Oh je. Nein. Vor allen Dingen Gold, die Karren, die sind zwar effektiv, aber langsam, also man kriegt zwar immer wieder hin sein Gold, aber... Ja, na der große Vorteil ist halt, dass du dieses Gold dann auch sicher hast. Guck mal, jetzt die Elefanten, die sind da, okay, und wo sind meine anderen Paladine? Ich hab da noch Paladine, oder nicht? Okay. Ah, da sind die anderen. So, deine Armee ist auch noch davor. Ah, ist nicht so viel, aber immerhin. Du musst ja nicht gegen mich antreten. Nee, das beruhigt mich auch gerade ein bisschen. Ach Mann, jetzt kommt er wieder mit so einem Dingsboot. Und wieso hat er sich schon wieder einen Hafen gebaut? Das geht ja wohl gar nicht klar. Irgendwie komisch. Normalerweise, wenn man auf die Kurzwahltaste, also was weiß ich, 2 oder 1 drückt, zweimal, dann kommt man zu seinen Einheiten hin. Bei meinen Paladine, wenn ich die auswähle, dann werde ich mitten immer auf den See Das ist komisch.
draufgezogen. Keine Ahnung, warum so. Obwohl solche Einheiten stehen lassen, ist auch manchmal problematisch. Hatte ich auch schon mal. Habe ich den Befehl gegeben, die dürfen sich nicht von Fleck rühren. Was kam? Feindlicher Mönch und hat alle bekehrt. Ja. Oh Gott, da kommt ein Deutschritter. Oh, auf meine Mönche zu. Da. Okay. Gut. Damit wäre der Grüne so gut wie Geschichte. Gehe ich mal von aus. Ey, Bogenschütze, das geht ja gar nicht. Oh, oh, oh. Ich baue mal so Berserker, die habe ich noch gar nicht benutzt. Ah, der große Nachteil an so Riesenarmeen ist, die stehen sich teilweise selbst im Weg. Ja. Meine machen gerade mal gar nichts. Och, der Grüne, wo hat der denn jetzt schon wieder einen Hafen? Kann doch nicht sein. Ach, der hat hier jede Menge, hat er hier. Der fällt hier alles mögliche an Holz und so. Oh, ja, das geht gar nicht. Die Bauern müssen sofort vernichtet werden. Ist das der Hunne? Nee, ach, Teutonen. Das wundert mich jetzt gerade, dass er seine Bauern noch gar nicht voll entwickelt hat. Seine Bauern entwickelt? Seine Mauern. Mauern. Ich wollte schon sagen, wie kann man denn seine Bauern entwickeln? Habe ich irgendwas verpasst? So, das ist sehr schön. Alle Elefanten da jetzt rein. Quetschen sich da. Alter, drei Burgen. Boah. Drei? Vier? Fünf? Die sind so dicht aneinander, ich erkenne nichts mehr. Okay, ja, nützt nichts. Einfach eine nach der anderen am besten. Meine Elefanten hätten sich da noch nicht mal durchquetschen müssen. Boah. Macht alles fertig. Ich gehe mal vor mit meinen Reitern und erkunde ein bisschen die Base, dass du weißt, was da noch kommt. Ich erwische noch nicht mal seine Burgen, dass ich sehen kann, wie viel die schon Schaden haben. Ich klicke immer auf meine Einheiten, die da rumstehen. Aber die machen verdammt viel Schaden, sehe ich gerade. Also Elefanten? Seine Burgen. Ach so. Also die Paladine fallen ein nach dem anderen. Alter. Da ist noch eine Burg. Die ganzen Burgen. Boah. Okay, was machen wir denn da am besten? 1, 2, 3, 4, 5 Burgen zähle ich. 6, 7? Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Der hat sich keine Mauern gebaut, der hat sich Burgen gebaut. Ja, da wissen wir, wo die Steine hingeflossen sind. Tja, was machen wir denn gegen den? Greif mal das Dorfzentrum an. Ich glaube, das ist effektiver. Welches? Einfach das obere. Egal, beide. Meine Armee ist gleich weg. Verdammter Mist. Da müssen wir nochmal ran. Nützt nix. Ich habe noch nicht so viel Nahrung und Gold wieder. Kann man nicht irgendwelche Einheiten bauen? So diese Katapulte oder so? Wo kommen die denn her? Ja, das wäre eine Überlegung. Ach, ich habe noch gar keine Schmiede gebaut. Kein Wunder, dass ich die Dinger nicht habe. Na. Jetzt noch das untere Dorfzentrum. Das ist was die meisten zum Aufgeben zwingt. Seine Base ist da ziemlich konzentriert an einem Punkt. Ja. Vielleicht gibt er auf. Ich glaube nicht. Solange der seine Burgen hat und noch irgendwelche Dorfbewohner, wird der nicht aufgeben. Ich würde es auch nicht tun. Weiß ich nicht. So, was kann ich denn derweil machen? Meine Schiffe stehen jetzt irgendwie unnütz hier rum. Das geht gar nicht. So, nee, das nicht. Ein paar sollen wir noch hier bleiben, um die Küste zu bewachen. Und die anderen sammle ich schon mal vor dem türkisen Lager. Ihr seid auch echt so schlau. Da baut man Mauern und ihr pflanzt jetzt auf einmal die Häuser, die Dings da weg, die Bäume. Und die Mauern machen keinen Sinn mehr. Ja, das checken die auch nicht, ne? Das ist nicht so klug. Alter, hier ist noch Gold.
Das ist doch gut. Gold brauche ich nicht. Geil. Doch, ich schon. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Also meine Elefanten halten durch, solange sie nicht bei den Burgen da rumwandern. So. So, mal eben kurz gucken. Entwickeln wir mal eben den Rambock zum höchsten. Damit er auch effektiv arbeitet. Oh ja, die hauen ziemlich rein. Schiffe mal an die Küste. Du hast ja auch noch so einen einsamen Ritter, der hier alles kreuz und klein schlägt. Ah, da hätte. Ja? Ein Ritter? Ja, der geht immer auf seine Arbeiter. Ja, gut so. Okay, aber da hat er jetzt auch fünf Burgen. Gegen die Burgen. Ich baue mal ein paar Rammböcke. Und dann rush ich da gleich mal rein mit diesen mit den Rammböcken und dann müsste das schnell gehen. So. Alles schick hier. Nahrung, ganz wichtig. Ja, bei dem Türkisen kann auch nicht mehr so viel gehen, habe ich das Gefühl. Nee, also der hat mich auch nicht mehr angegriffen, großartig. Also zwei Türme halten in den Schacht, das kann ja wohl nicht sein. Nee. Also echt Holz, Nahrung und Holz und Nahrung explodieren. Gold bin ich so mittlerweile zufrieden, aber Steine habe ich schon ewig nichts mehr bekommen. Ich auch nicht. Also ich baue jetzt auch nicht mehr drauf. Vor allen Dingen, irgendwo finde ich andauernd noch Schafe. Der zeigt mir immer wieder links diesen Text an. Schafe gefunden. Ach so, Schafe ja genau. Gefunden. Das ist, glaube ich, weil unsere Einkaufswagen da, unsere Marktkarren, immer durch Schafe fahren, wenn sie... Genau. Und jetzt haben deine Marktkarren sozusagen den Schafsradius verlassen. Meine sind wieder drin. Ich versuche die, mal beiseite zu stellen. Sind die Meldungen endlich weg. Der Türkise stellt sich tot. So. Ach, kein Wunder. Ich wundere mich schon gerade, warum meine Paladine seine Arbeiter nicht angreifen, aber... Weil? Oh, nee, der will hier eine Burg bauen, direkt wieder What in seiner fuck? Base. Der Türkise hat aufgegeben. Was? Der Türkise hat aufgegeben. Ja. Das ist ja krass. Hast du irgendwas gemacht? Ja, ich habe seine Mauern angegriffen. Oh, da würde ich auch aufgeben. Wenn jemand meine Mauern angreift, das ist... Ist ja tödlich, da kann man direkt... Oh ja. So, was ist denn? Belagerungskanone, schwere Skorpion, Onaga. Cool. Hat er auch aufgegeben. Was ist denn jetzt los? Da will ich gerade anfangen, hier meine Dings zu bauen, meine... Ja, meine Rammböcke oder so? Ich schicke auch gerade, wie viel sind das? 5 Rammböcke dahin und nochmal irgendwie 40 Berserker. Hat er seine Burgen platt gemacht oder was? Ich guck gerade, seine Burgen sind alle weg. Na, ich glaube, wenn die aufgeben, dann drücken die mal. Ja, aber eine Burg steht noch. Entfernen. Ja, ich denke mal einfach, die ist. Also, die werden nacheinander vernichtet. Komisch. Und, naja, die hat es halt nicht ganz geschafft, bis zum Spielende zu zerfallen. Der Türkise lebt doch eigentlich noch, der. Okay, der hat sich komplett eingemauert und kommt dann keine Ressourcen mehr dran. Bis auf Holz, denke ich mal, aber ansonsten... Ja, aber der hatte tatsächlich nicht viel, ne? Und da sieht man mich noch die Mauer angreifen. Gut, das ist also natürlich absolut Respekt einflößen, wie die Kugeln da fliegen. Ja gut, also ich sag mal, an Holz und Nahrung wäre locker rangekommen. Vor allen Dingen, weil wir ihn ja auch in Ruhe gelassen haben, aber... Ja, der hatte ziemlich seine Ruhe. Ja, wir haben nur, der hat uns ein paar Mal angegriffen und dann hatten wir die Mauern gezogen und seitdem war ruhig. Ah, ich sehe gerade, der hat sich da selbst eingemauert. Das ist natürlich intelligent. Da ist kein Tor drin gewesen, links auf der Seite. Nur nach rechts hin. Aber ich glaube, das weiß ich nicht. Wobei, eigentlich unlogisch, ne? Zu seinen Feinden macht er ein Tor, aber zu seinen Verbündeten... Ja, ja. Mit so einem Motto, mit euch will ich nichts zu tun haben. Nee. Ja, es funktioniert manchmal nach total seltsamen Algorithmen oder wie auch immer.
Ach ja, die gute alte Age of Empires Spielmechanik. Ja, gut. So, wie kommt man jetzt raus? Laufendes Spiel beenden? Genau, da kommen wir jetzt. Ich wollte mal in die Statistiken gucken. Oh ja. Was heißt denn das die ganze Zeit? Your Elo scores has not changed match contained AI players. Ja, das ist wichtig für die globale Rangliste, dieser Elo-Score. Ah, so. Aber da wir jetzt gegen KI gespielt haben, verändert er sich nicht. Jo, du bist ausgezeichnet worden, hast natürlich die meisten Punkte, war ja irgendwie verständlich, bist ja auch Pro-Gamer. Ich bin Pro-Gamer, das ist richtig. Ah. Dein Militär vor allen Dingen, du hast das Dreifache an Militärs wie ich gehabt. Boah, am Ende. Ja, da habe ich noch die Berserker gespammt. Ich vermute, die sind das. Gesellschaft. Wirtschaft bist du auch extrem höher. Okay. Tja. Militär hast du in allem gepunktet. Da kann ich nirgendwo was ziehen. Da haben der Gegner hat vielleicht nochmal was. Pro-Gamer. Ich guck gerade, ob ich irgendwo ein Sternchen abbekommen habe, aber. Abgerissene Gebäude wundert mich ein bisschen. Ach komm, gesammelte Nahrung, da hast du nur knapp 150 mehr als ich. Noch nicht mal 130. Gesammelte Nahrung finde ich. Holz nicht. Hast du extrem viel. Steine haben wir fast. Ja. Bis auf einen Stein hast du weniger. Ansonsten, gesammeltes Gold bist du natürlich am meisten. Ja. Und Handelsgewinn bist du auch am. Du hast am meisten Karren gehabt, denke ich mal. Weiß ich gar nicht. Ich habe einfach. Tribute ist, wenn ich dir was schenke, oder was sind Tribute? Links ist das, was man gezahlt hat, und rechts das, was man erhalten hat. Gut, ich habe jetzt 1000 Einheiten von dir, das hat es wahrscheinlich ausgemacht. So, was Technologie? Ah, oh, gut, ich habe 78% oder 76% alles entwickelt. Da bin ich euch weit voraus gewesen. Oh ja, ich mit meinen 30%. Aua. Aber das hat mir nichts geholfen. Bist trotzdem der Beste in allem. Nur ja. In Technologie. Naja, immerhin ein Trostpflaster. Mhm. Was haben wir da noch? Gesellschaftsstatistik. Achso, Reliquien, ja. Wo waren denn die anderen drei? Die habe ich gar nicht gesehen auf der Map. Ah, die Zeitlinie ist interessant. Wir beide sind ungefähr zeitgleich stark gestartet. Und danach bin ich immer kleiner geworden. Bis zum Ende, dann bin ich wieder gewachsen. Ja. Aber der Türkise hatte echt, der hatte am Anfang so viel, der war mit der Größte und danach ging es nur noch schleppend runter. Ja. Und der Grüne ist zum Ende hin richtig stark geworden. Ja, das habe ich gemerkt. Ich glaube, dass mein blaues Ding da auch so groß ist, meine Militäreinheiten wegen der Schiffe, die ich permanent hatte, die aber jetzt doch nicht so den Effekt hatten, wie ich ihn mir erhofft hatte. Ja. Und diese Schlachten sind auch irgendwie völlig willkürlich platziert. Keine Ahnung, ich habe hier drei Schlachten stehen, du hast nur eine einzige. Ja. Also von daher. Wikinger, jo. Wäre eine ganz. Ne, ich hätte was entspannte Runde gesagt, aber irgendwie hat es mich doch gestresst. Der Grüne vor allen Dingen. Und teilweise auch der blaue, dunkel, türkise. Der Japaner auf jeden Fall. Der hat doch hin und wieder mal Einheiten bei dir abgeliefert. Ach stimmt, genau, mit den Schiffen. Richtig. Ja. Und der Grüne hat dich ja fertig gemacht, weil ein einziges Männchen all deine Gebäude da irgendwie angegriffen hat. Ja, haben. Alter. Auch dein Marktplatz. Diese Elite-Teutonen-Deutschritter-Dings, also die ja, haben es mir echt gegeben. Und zwar richtig. Ja, hart. Vor allen Dingen, das lag auch vor allen Dingen daran, dass wir, da steht immer, du wirst angegriffen, wir denken, okay, das ist unten bei dem, wo wir gerade da einlaufen, und dann ist das irgendwo im Dorf, wo man gar nicht drauf achtet. Ja. 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 Von daher. Aber was ich mich immer noch verblüfft, wie schnell die in ihre Zeiten da kommen. Also ich habe gerade mal die erste Zeit entwickelt oder so, dann sind die schon in der dritten schon Zeit. Schon in der Zeit, ja. Das wundert mich auch, das frage ich mich auch. Ich weiß auch gar nicht, welchen Vorteil das hat, das so schnell zu machen. Weil ich finde eigentlich sinnvoll, möglichst viele Bauern zunächst mal oder Dorfbewohner zu erschaffen, damit ich einfach Rohstoffe kriege. Damit ich da einen Motor habe, der läuft sozusagen. Naja, wie auch immer. Es hat gereicht für uns. Ja, wir haben einen erfolgreichen Sieg hingelegt. Also, okay, das allerdings auch nur gegen drei Gegner. Ich glaube, du hattest gesagt, bei deinem ersten Spiel hattest du vier Gegner oder so, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir das erste Spiel verloren haben. wenn ich mich nicht täusche. Ah.
Ja, doch, stimmt, das hatten wir verloren, ja. Aber dann nochmal eine Revanche gehabt und gewonnen, natürlich. Ja. Und dann das dritte Spiel dann auch wieder verloren. Ja, genau. So kann es gehen. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Ich bedanke mich, warst ein super Partner. Kann. Hast mich gut unterstützt. Ja, und du mich auch. Also, du hast ja am Anfang, warst du sehr bescheiden, was deine Fähigkeiten anging. Aber ohne die Elefanten und ohne die Paladine an mancher Stelle. Und das Stein und das Gold, was ich dir rüber geschickt habe. Das Entscheidende überhaupt. Das Entscheidende überhaupt. Nur deswegen habe ich Oh mitgespielt. ja. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dahin, ciao.